Servus, heute erstellen wir ein eigenes schnelles Projekt in Allplan. Wie starten wir? Wie machen wir das Ganze? Ja, seht ihr jetzt. Und wenn es euch gefällt, natürlich das Video liken, den Kanal abonnieren und ja, heiraten. So, wir erstellen ein neues Projekt mit Rechtsklick neues Projekt oder auch hier. Das geht, indem dass wir hier auf Projekt und Ressourcenverwaltung gehen oder Projekt öffnen, hieß es damals. Ich sage es einfach Projektordner und dann hier neues Projekt. Jetzt schreiben wir hier YouTube Projekt. Ihr könnt jetzt hier eine Grundeinstellung übernehmen. Wir starten aber komplett von vorne. Den Speicherort nennen wir den Localhost. Ihr könnt aber auch das Ganze irgendwo anders abspeichern. Einen anderen Pfad wollen wir jetzt in dem Fall nicht. Dann gehen wir auf Weiter. Hier stellen wir hier alles auf Projekt ein. Wir wollen nicht den Bürostandard übernehmen. Sagen hier Fertigstellen. Und jetzt haben wir hier unser Projekt mit dem Doppelklick. Linksklick in die weiße Fläche, können wir jetzt in die Bauwerkstruktur gehen. Da wählen wir auch aus Bauwerkstruktur manuell starten. Und dann sieht das Ganze hier so aus. Wir starten mit dem Ebenenmanager hier oben links. Falls es bei euch noch nicht funktioniert, müsst ihr irgendwo einen roten Stift finden, wenn ihr ein Workgroup installiert habt. Also das heißt, wenn ihr mit mehreren Leuten an einem Projekt arbeitet, müsst ihr euch erst die Rechte holen. Ansonsten gehen wir hier in den Ebenenmanager rein. Hier sehen wir allerhand Dinge, nämlich hier ein Panel und hier ein Panel und das ist komplett leer. Also hier erstellen wir uns erstmal ein neues Ebenenmodell. Das Ebenenmodell ist dazu da, dass sich die Wände und Decken ausrichten an bestimmte Höhen. Und hier können wir zum Beispiel unser Haus 1 eingeben. Dann können wir noch Haus 2 machen, Haus 3, Haus 4, Garage und so weiter und so fort. Tiefgarage zum Beispiel auch. Genau, aber wir nennen das Ganze jetzt vielleicht Haus 1 und wir sagen jetzt mal, wie viele Geschosse gibt es denn unter 0? Ja, 1 Kellergeschoss, super. Geschosse über, wir machen 2, ja, machen wir EG und OG, ne? Und dann können wir sagen, Bezeichnung erstes Geschoss über 0,0. Dann können wir hier auswählen, das soll das Erdgeschoss sein. Wunderbar. Ihr könnt aber auch hier einen Namen eingeben, zum Beispiel ihr könnt das Ganze abkürzen in EG oder ja, Erdgeschoss macht schon irgendwie Sinn, oder? Und dann können wir die Höhenquote Rohboden EG machen, also der Rohboden 20 cm. Nee, die Rohquote soll auf 0 sein und fertig ist dann bei 0,14, ach so. Fußboden, macht mal minus 14, minus 0,14. So, dann können wir eingeben, wie hoch sollen die Lichter der Rohdecken sein. Ja, 250 ist gar nicht mehr so schlecht. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf 45. Deckenstärke, da brauchen wir 22 und Stärke der Bodenplatte, macht man 25er Bodenplatte. Und Höhe der Fundamentierung, da machen wir 0,75. Hier Unterkante oder Oberkante wählen, das ist eigentlich relativ egal. Wir machen minus 5 Meter, Hauptsache es ist unter dem Haus und über dem Haus, dass Allplan da auch nicht mehr berechnen muss. 7,30 Meter, machen wir halt hier 8 draus. Und dann Bauwerkstruktur anlegen und ergänzen wollen wir auch, sagen einmal okay. Und dann können wir hier jetzt Teilbilder zuordnen. Startteilbild 11 gefällt mir gar nicht mit dem Gebäude. Wir machen hier starten wir mit der Tausender und dann machen wir schrittweise 10. Das ist mir zu viel. Ich brauche nicht so viele Teilbilder pro Geschoss. Ich brauche bloß 5. Eigentlich brauche ich sogar bloß 3. Ich brauche den Grundriss, ich brauche die Decke und ich brauche einen Zusatz. Ein Teilbild wären 3. Und ich mache 5. Passt. Ansichten hinzufügen? Nein. Schnitte hinzufügen? Auch nein, weil ich bin kein Architekt und dann mag ich das auch nicht. Und dann sage ich okay. Und dann sehen wir hier in unseren Aufbau unseres Ebenenmodells. Hier bei den Eigenschaften könnt ihr hier noch Sachen einstellen, wie ihr das dann in den Teilbildern seht. Einfach mal reinklicken, durchprobieren und ich gehe jetzt da gar nicht mehr so drauf ein. Aber wo ich noch hier eingehe, ist zum Beispiel hier Ebenenpaare in Grafik farbig darstellen. Das finde ich ziemlich cool, weil dann werden hier, komm, auf das Plus klicken,
Dann werden hier alle Ebenen farbig dargestellt. Und jetzt mache ich dasselbe noch hier. Und jetzt ist hier auch alles farbig. Jetzt kann ich gleich automatisch die Höhen hier zuweisen und denken. Ne? Dann sage ich okay. Und jetzt haben wir unser erstes Projekt hier drin. Und das Coole ist, wir haben jetzt hier null Obergeschoss, erstes Obergeschoss, erstes Untergeschoss und Fundament. Haben wir nicht gesagt, du sollst Erdgeschoss heißen, aber gut, dann ist es halt so. Dann machen wir hier Erdgeschoss. Ich mache erstes Obergeschoss und minus 1 Untergeschoss. So ist es für mich. Jetzt seht ihr, die Reihenfolge ist Katastrophe. Ja. Untergeschoss, Obergeschoss und da ist das Erdgeschoss. Deswegen ziehe ich jetzt einfach das Obergeschoss in das Gebäude nochmal rein. Diese 5 Teilbilder markiere ich mit, also das erste Teilbild einfach einmal anklicken, dann Linkshift gedrückt halten bis zu 1004 und ziehen wir das auch nochmal ins Gebäude hier rein. Hallo, Magnet? Okay, warum magst du das nicht? Dann machen wir es so, Teilbild, Zuordnung lösen, ja, und weg seid's. So, jetzt schauen wir mal, Obergeschoss, Fundamente, jupp, und hier machen wir Rechtsklick, jetzt Teilbilder zuordnen, die 1000 bis 1002, ich brauche halt Achsen und einen Startpunkt. Ich schreibe jetzt hier Startpunkt, da gehe ich jetzt einmal mal rein. Dann erstelle ich mir in der Architektur Rohbau. Hier gehen wir auf Einzelpunkt. Dann hier 1000 mm eingeben. Diesen Punkt finde ich cool. Das ist die 39. Da könnt ihr hier scrollen. Sagen wir einmal OK. Dann gehen wir hier unten auf dieses Symbol Globalpunkt. Geben hier eine 0 ein. Geben mit der Tabulator-Taste, die links neben Q steht, einmal rüber. Und geben auch in Delta Y eine 0 ein und drücken einmal OK. Und jetzt haben wir hier, wenn wir hier unten auf ganzes Bild darstellen, dann haben wir hier im 000 Punkt in Allplan unseren Startpunkt. Wunderbar. Jetzt können wir den markieren, in unser Eigenschaftsfenster reingehen und hier noch eine Hilfskonstruktion draus machen. Wunderbar. Hier starten wir mit jedem Projekt. Wir machen es jetzt so, dass wir einfach sagen, okay, Moment, ich zeichne da schnell was. Wir werden hier unser Häuschen im Grundriss drauf bauen. Das sind jetzt die Außenwände. Und der Punkt soll eigentlich da sein. So, machen wir rückgängig. Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z. Oder auch hier über diese Pfeiltasten möglich. Ich escape wieder, dass ich in keinem Befehl drin bin. Gehe wieder auf Doppelklick in eine weiße Fläche und habe jetzt hier den Startpunkt erstellt. Dann können wir hier jetzt anfangen mit dem ich fange an mit dem Erdgeschoss, mit dem Untergeschoss, mit den Wänden, also minus 1 Grundriss und dann haben wir hier minus 1 Decke über UG und wir sehen jetzt hier, dass das Geschoss hier zugewiesen ist. Das heißt, wenn wir im Grundriss starten, dann wird die Höhe zugewiesen von minus 280 und 0,36. Wunderbar. Aber von der Decke wird es auch zugewiesen, weil hier steht nichts. Dann wird immer die Höhe vom Geschoss drüber oder vom nächsthöheren zugeordneten ausgewählt. Jetzt klicke ich einfach hier rein in Höhe unten, da wo eigentlich die Höhe stehen müsste für minus 1 Decke UG. Und die Decke hat die Unterkante von der Oberkante erstes UG und die Oberkante ist bei der Unterkante 0 OG. Dann sage ich OK und jetzt sehen wir hier in Blau, hier hat sich was geändert. Jetzt wenn wir die Decke dann erstellen, dann hat es die richtige Höhe. Jetzt gehe ich erstmal in den Grundriss hier rein, mache das hier auf Rot, den Startpunkt setze ich auf Passiv, hier auf Grau, dann habe ich hier zwei Teilbilder ausgewählt und bestätige einmal mit Schließen. Das haben wir jetzt nicht gesehen, weil mir dicker Schädel im Weg war. So, jetzt gehe ich wieder auf ganzes Bild darstellen. Diese Sachen kann ich vielleicht, naja, die lassen wir mal da. Schließen wir bloß das. Ich mache hier noch kurz, wenn ich den Bewegungsmodus anhabe, Rechtsklick und auf Umgebung. Weil ich finde es schrecklich, dass hier der physikalische Himmel an ist. Den brauche ich nicht. Ich gehe auf Farbe und freue mich. Auch eine virtuelle Grundebene brauche ich nicht, denn diese irritiert mich bloß. Schließe ich auch.
dann kann ich jetzt hier einfach mal mit einer Wand beginnen zu zeichnen. Wir erstellen uns eine Wand. Ich wähle jetzt aus rechteckige Bauteilangabe, gehe hier in die Eigenschaften rein, gebe eine zweischichtige Wand ein. Hier erscheint mir die Dämmung. Ich kann hier jetzt auswählen, wie dick welche Wand sein soll, und die Achse der Eingabe können wir hier genau in der Mitte auswählen. Ich gehe auf die Attribute oder Parameter und ich sage, die Betonwand soll eine 25er sein, 0,25, und die Dicke von der Dämmung, sagen wir jetzt einfach mal 0,12. So, jetzt haben wir das hier eingegeben. Der Rest passt von der Priorität her. Format, Eigenschaften, Oberfläche, da wählen wir was anderes aus. Wir wollen die Oberfläche, gehen wir mal auf Büro, Materials, was haben wir hier, Concrete, ja, ist mir jetzt wurscht, ich nehme jetzt einfach mal Panel, keine Ahnung, ja, passt schon. Hauptsache, ich habe jetzt irgendwas mal kurz ausgewählt. Flächendarstellung, gehe ich hier auf die Stielfläche und setze hier Beton bewährt ein und sage okay. Und dann kann ich auch schon starten. Wichtig jetzt, von dem Globalpunkt wieder zu switchen auf den Delta-Punkt. Und jetzt klicke ich einmal hier auf den Startpunkt und schon geht unsere Reise los. Wenn wir das nach rechts aufziehen, sehen wir hier, wie das Ganze schon startet. Allerdings ist die Dämmung auf der falschen Seite. Deswegen drehen wir uns das Ganze um, mit dem um die Achse drehen, und schon geht es in die richtige Richtung. Jetzt können wir hier in X-Punkt sagen wir mal 10 Meter, in Y 8 Meter, und schon haben wir hier einfach mal gestartet und sehen hier unser ja, ist jetzt nicht der richtige Beton in der Oberfläche, aber passt für uns. Hier ist ja das, was am Schluss am Plan kommt, das ist eher für uns zum Modellieren. So, jetzt haben wir schon mal die Wand, die ist jetzt genauso hoch, wie wir es in Ebenenmanager eingestellt haben. Ich deaktiviere mal den Navigationsmodus. Gehe auf das Messen-Tool. Ich kann erstmal die Strecke messen von dem Punkt zu dem Punkt. Der ist genau 2,45 Meter, wie wir es uns in der Ebene vorhin eingegeben haben. Dann kann ich auch Messen-Koordinaten eingeben und ich zoome jetzt mal hier hin und kann jetzt hier diesen Punkt abfahren. Der ist jetzt bei minus 0,36. Wieder Escape, Escape, Escape. An der leeren Fläche Doppel-Linksklick und hier sehen wir hier, minus 0,36 ist die Oberkante, oder hier sehen wir es besser, ist die Oberkante von den Wänden. Jetzt, wenn ich in die Decke reingehe, schließe ich das Ganze so und hole mir hier eine Decke. Die Decke, da brauche ich eigentlich nicht viel einstellen. Ich kontrolliere nur einmal in die Eigenschaften bei der Höhe, dass hier diese Ebene so eingestellt ist und so. Hier eine 0, hier eine 0, okay, okay. Dann kann ich hier noch lustige Dinge eingeben, wie zum Beispiel die Stielfläche. Hier ist sie undefiniert, deswegen gebe ich sie bei mir ein in Beton bewährt. Die Oberfläche ist bei mir Ortbeton und dann sage ich okay, und dann kann ich hier die Decke modellieren. Escape, Escape, und wie wir es jetzt hier sehen, ist es schon erstellt worden. Wir sehen hier, die Decke ist konstruiert. Wer jetzt noch eine Dämmung braucht, kann das machen mit einer Wand und einer einfachen Schicht. Hier eine Wand. Wir entfernen eine Schicht. Wir geben es wieder hinzu. Wir gehen auf Parameter Attribute, klicken auf die zweite hier, gehen hier auf den Pfeil nach oben und jetzt reduzieren wir auf eine Schicht, sagen OK und können jetzt zum Beispiel hier noch wieder umdrehen, weil ich von der anderen Seite starte. Und haben jetzt hier auch unsere Dämmung erstellt um die Decke herum. Ihr könnt es auch einen Dämmstein machen, das ist mir eigentlich wurscht, was du machst. Also ihr könnt da jegliche Schichtarten eingeben. So, jetzt haben wir schon mal die Decke. Dasselbe Spielchen brauchen wir jetzt noch für eine Bodenplatte. Wo machen wir die Bodenplatte rein? Ich mache das bei Fundamenten. Fundamente, mal Bodenplatte. Braucht man Streifenfundamente? Ich würde mal sagen, nein. Die Bodenplatte gehen wir hier in die Höhe rein. Hier ist die Bodenplattenhöhe. Einmal auf OK schließen. Und jetzt gehe ich hier rein. Nein, hier Plattenfundament. Das ist sozusagen eine Bodenplatte. Und ich gehe hier in die Eigenschaften wieder rein. Schaue auf der Höhe. Unterkante
hier Oberkante, fertig, fertig. Jetzt möchten wir vielleicht einen Abstand haben von 15 cm, also einen Überstand, dass man die Schalung gut abstellen kann auf der Bodenplatte. Und Escape hier. Wunderbar, hat überhaupt nicht funktioniert. Warum nicht? Weil ich auf der Decke zeichne, oder? Teilbild. Also, dann springen wir hier. Gelb, rot. Nehmen das Plattenfundament. Steuerung X, Steuerung Alt V. Und schon ist an der Originalstelle unsere Bodenplatte. Schauen wir uns das Ganze an. Bodenplatte ist ein bisschen zu streng, oder? Was sagt ihr? Gehen wir hier rein. Warum? Oberkante, Unterkante. Okay, dann müsste 25 sein. Dann habe ich in der Einstellung hier die Zuordnungen. Ja. Also Ebene, Oberkante, Fundament passt doch. Und die Oberkante. Rechnen wir mal kurz. Ach, hier steht minus 0,60. Ja, wunderbar. Gleich mal eine 0 eingeben. Wunderbar. Super, super, super. Wie sie das eingibt. Also, es ist ja das Fundamentteilbild. Und da lassen wir mal die 0,60 stehen. Das könnte ja sein. Aber jetzt haben wir die Bodenplatte erstellt. Wir haben unsere Wände mit Dämmung und unsere Decke mit Dämmung. Ja, was soll jetzt noch passieren? Machen wir ins Erdgeschoss auch noch eine Wand rein. Also schauen wir mal 0,0 oder plus 0. Erdgeschoss, gehen auch da rein. Mann. Aufgepasst. So, jetzt erzeugen wir wieder eine Wand. Wir könnten jetzt hier drauf gehen oder einfach einen Doppelrechtsklick auf eine schon bestehende Wand. Dann brauchen wir nichts mehr einstellen, sondern übernehmen einfach alles von der Wand. Mit dem einzigen Unterschied, dass wir jetzt, jetzt machen wir Linienform, egal, drehen wir das Ganze um. Dass wir jetzt in einer anderen Ebene zeichnen. Ihr seht das jetzt hier, haben wir das Ganze in der nächsthöheren Ebene gezeichnet. Aber ich gehe mal nochmal auf Steuerung Z, also mache alles rückgängig und markiere mir mal die Wände. Also eine Wand, dann Steuerung drücken, die nächste Wand anklicken, die nächste Wand anklicken, die nächste Wand anklicken, Steuerung C, irgendwo hinklicken, Steuerung Alt V und jetzt haben wir das Ganze nach oben kopiert. Wunderbare Geschichte, oder? Dann haben wir schon mal hier wieder eine Wand nach oben gesetzt. Selbe Spielchen können wir jetzt mit der Decke machen. Also plus 0 Decke Ü EG. Klicken wir uns die Decke hier an. Steuerung C, Steuerung Alt V. Jetzt haben wir auch die nächste Decke. Da ist aber jetzt etwas, was mir nicht gefällt. Oder? Die Höhe passt schon, aber von den Wänden, was haben wir denn hier jetzt falsch? Ah, nichts falsch. Ja, die Zuweisung, die ist falsch. Von der Decke. Ja. Wunderbar. Passt. Brauchen wir den Umlaufstand? Nee, komm, wir machen jetzt die Dämmung da außen rum nicht. Was wir aber jetzt machen, ist noch ein Obergeschoss bzw. ein Dachgeschoss. Wir können auch hier 01 Dachgeschoss eingeben. Und geben jetzt hier plus 1 Dachgeschoss ein. Hier einmal mit Rot aktivieren. Und jetzt erstellen wir uns ein Dachgeschoss. Dazu kopieren wir wieder unsere Wände. Eine hier, Linkshift, eine hier, Steuerung C, irgendwo hinklicken, Steuerung Alt V und schon haben wir unsere Wände wieder nach oben kopiert im Dachgeschoss und dort kommt auch unser Dach rein. Wenn wir hier im Architektur-Rohbau unterwegs sind, können wir hier auf die Dachebene gehen und da wählen wir uns jetzt zum Beispiel eine 35 Grad Dachneigung aus und brauchen jetzt noch eine Schnieke Draufhöhe. Draufhöhe soll natürlich irgendwo hier stattfinden. Wenn wir uns das Ganze vor der Seite anschauen, ohne Perspektive, dann könnte zum Beispiel die Traufe ungefähr da sein und dann geht das Dach halt so nach oben. Also muss es mindestens
diese Höhe haben. Die messen wir uns einfach mal nach mit messen Koordinaten. Hier den Punkt abgreifen, 253 ist es im Plus. Das heißt, wir machen unsere Traufhöhe ungefähr bei 3 Meter, sage ich jetzt einfach mal hier. Also gebe ich hier 3 Meter ein. Und diese Höhe, die 253, gebe ich hier ein. 253 gebe ich hier ein. Die Oberkante ist egal. Hauptsache, die ist höher als das Gebäude. Und dann sage ich, okay, ich kann das Ganze abfahren. Hier unten gebe ich noch einen Dachüberstand ein. Ich liebe große Dachüberstände. Ich hasse kleine oder gar keine Dachüberstände. Also wer so ein Haus baut, ist kein Freund von mir. Sorry für alle modernen Zeltdachnutzer. Ihr seid nicht meine Freunde. Also zumindest beim Hausbau. Jetzt mache ich Escape. Und jetzt haben wir hier erstmal unsere Dachform. Die sehen wir hier nicht, außer wir schalten hier auf Draht. Dann sehen wir hier so ein schwarzes, so einen schwarzen Klumpen, so einen Würfel drüber. Jetzt wollen wir aber hier noch einen Sattel einbauen. Also brauchen wir die Traufen. Und die Traufen setze ich jetzt hier an und hier an. Und schon konzipiert mir das Haus diese Ebene vor. Jetzt könnte man sogar noch hier dran setzen und hier dran setzen. Und ihr seht, schon hat sich die Dachform wieder geändert. Bin überhaupt kein Fan. Ich bin einfach vom Standard-Satteldach der Fan. Aber gut, ich will ja auch überall Photovoltaikanlagen drauf klatschen und viel Raum ausnutzen. Aber wenn dem so gefällt, der kann das so machen. Dann escape man hier einmal und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal in der Animation an und dann haben sich unsere Wände schon mal daran angepasst, angeschmiegt. Sehen wir hier. So, jetzt, was gerade die Dämmung cool. Das ist ja krass. Mit unserer komischen Betonoberfläche. Naja, okay. Jetzt machen wir noch eine Dachhaut rein. Wir machen noch ein Gäubchen rein. Hier, wir brauchen eine Traufe. Was haben wir vorhin gehabt? Ich kann mir gar nichts merken, hey. 2,53, also brauchen wir eine Traufhöhe von 3,50 vielleicht. Ich weiß es jetzt nicht genau. Wir setzen einfach mal hier eine Gaube ein. Sag hier und hier. Ah, okay. Die Höhe passt überhaupt nicht wahrscheinlich. Nochmal hier und hier. Bieder. Ist das jetzt der Ernst, ey? Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Schauen wir mal hier. 4,80. Ich bin in einer komplett anderen Höhe. 4,80. Du und du. Ja, jetzt kommt eine Gaube raus, ne? Machen wir mal nur 4,90. Jetzt weiß ich nicht, ob es besser oder schlechter wird. Oh, wow, wird besser. 5,10 Meter. Ja, das schaut doch noch was aus, oder? Dann schließt man das Ganze hier. Dann haben wir hier die Gaube drin, halt hier nochmal reingehen. Die Ebene passt schon, das ist mir egal. Es geht mich jetzt hier um die Dachhaut. Wir bauen eine Dachhaut ein. Ich mache die jetzt mal ziemlich schlank, Parameter. Ich will echt bloß so ein kleines Häubchen drüber haben, ohne Span, ohne nix, ohne Lattung, ohne Konterlattung. Ich mache mal hier 0,01, gefällt mir einfach besser. Und dann kann ich hier noch auswählen, welchen Eingangstypen ich wählen kann. Mit der 1 seht ihr, übernehme ich einfach alles. Mit der 2 kann ich die Gaube ausschneiden und mit der 3 kann ich mit der Gaube noch einen Dachüberstand eingeben. Und das möchte ich ja machen. Gehe hier auf das Symbol, hier Höhenbezug, hier 0, Oberkante wunderbar. Okay. Schauen wir mal hier noch, Flächendarstellung, Schraffur ist raus, gut. Und dann sage ich okay. Und jetzt setze ich das Ganze einfach von hier nach hier drüber, escapen. Und schon haben wir eine kleine Dachhaut erzeugt. Wir schauen in der Animation nochmal. Hier, wunderbar. Ich lasse mir immer die Kanten gern anzeigen von der Animation. Weil so ist es für mich nichts sagend. Ne? Mal Fong, ja, stellt man nichts um. Okay, gehen wir hier auf Schließen. Und jetzt machen wir noch unser Gäubchen mit einem kleinen Häubchen. Und gehen hier auf Typ 3. Also für den tollen Witz müsst ihr jetzt ein Like da lassen, okay? Ja, ich muss eigentlich nur schauen, dass das Video irgendwie viral geht und dass ich meine 5 Millionen... Bitte war das Mikrofon immer an, ich hoff's. Abstand machen wir 0,50, Überstand. Hier starten wir. Den 0 eingeben und... Oh, der Bäder hat es wieder zu klar gemacht. Egal. Ich escape hier und jetzt sehen wir auch hier unsere Gaube.
Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Ich mache nochmal einen Doppelrechtsklick auf so eine Wand. Mache jetzt hier eine kleinere Wand mit einer Schicht. Ja, eigentlich brauche ich ja schon eine Dämmung mit drauf, gell? Ja, 17,5er Wand ist mir jetzt wurscht. Zwecks mir ist die auch aus Beton. Und dann setzen wir das Ganze hier ab. Höhe noch einstellen. Die Unterkante soll die Oberkante von der Dachhaut sein. Die Oberkante soll sich anpassen. Die wunderbar. Aber das von beiden. Habe ich das auch vor der Dämmschicht? Ich weiß es nicht. Und jetzt escape ich und schauen wir uns hier an. Ja, so schaut das jetzt aus. Ja, wo ist denn bitte die Dämmung abgeblieben? Achso, die hat hier keinen Platz mehr gehabt. Ziemlich kleine Gaube, gell? Ja, dann entfernen wir halt einfach die Schicht. Ich kann jetzt ja auch nichts ändern. Ja, genau. Ich kann jetzt gar nichts dran ändern. Ja, machen wir jetzt so. Dann ist es halt so. Ja, okay. Dann haben wir hier unser Häuschen erstellt. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Wollen wir noch Fenster und Türen einbauen? Natürlich. Wir wollen im Erdgeschoss zumindest einen Eingangsbereich haben. Dazu gehen wir hier auf eine Tür. Stellen hier noch die Höhen ein. Die Öffnungsbreite. Ja, 1,01 Meter ist sogar nicht mehr so schlecht, oder? Die Höhe, die ist ein bisschen klein. Schauen wir auf die Höhe hier. Von unten gehen wir mal 2,25 Meter hoch. Fertig. Okay, okay, okay. Und hier draufklicken. Wir sagen, von dem Bezug machen wir 4,25 Meter. Klicken wir mal auf Enter und schon haben wir hier die Tür. Ach, Flügel will ich doch gar nicht. Machen wir trotzdem einen Eingangsbereich hier. Geht es nach innen auf? Jupp, genau. Jetzt haben wir eine Tür, machen wir noch ein Fenster, dass alle zufrieden sind und dann schreiben wir alle Hippie-Pura. Aber das machen wir gleich auf der anderen Seite. Schauen wir mal, wie es ausschaut. Wunderbar. Auch hier haben wir ein Fenster. Cool, 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 cool. Und ja, das war's vom Video. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal wieder. Servus, ciao, euer Peter.